Der Weihnachtsmann braucht Hilfe. Es war der Tag vor Weihnachten. Alle spielten im Park im Schnee. Senior Regen, Igelchen Donner und Schweinchen Hagel spielten Fußball. Mr. Wind spielte auch mit. Ah, rief Senior Regen, mein Ball. Schieß ihn zu mir, rief Schweinchen Hagel. Herr Frost hüpfte von der Parkbank in den Schnee. Blitzchen, die Sonnenschildkröte und der Schneehase jubelten ihm zu. Hüpf, hüpf, rief der Schneehase. Babonebel kam angerannt. Ich will auch, rief er. Ich bin als nächstes dran, sagte die Sonnenschildkröte. Sie hatten viel Spaß. Ho, ho, ho! Plötzlich kam der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren angerauscht. Ho, ho, ho! Guten Tag, rief der Weihnachtsmann. Hallo, wie geht es dir? Fragte Blitzchen etwas verwundert. Haben wir Weihnachten vergessen? Fragte der Schneehase. Das kann nicht sein. Mein Kalender hätte mir Bescheid gesagt, sagte Schweinchen Hagel. Nein, 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 es ist noch nicht Weihnachten, sagte der Weihnachtsmann. Ich brauche eure Hilfe. Na klar doch. Wie können wir helfen? Fragte Mr. Wind. Alle meine Helfer sind krank, sagte der Weihnachtsmann. Grippewelle. Oh nein! Weihnachten fällt dieses Jahr dann aus, sagte Blitzchen. Ich brauche eure Hilfe mit den Geschenken, mit Plätzchen backen und allem anderen, was wir für Weihnachten brauchen. Oh, und die Schneemaschine ist auch kaputt. Das ist kein Problem. Damit können wir aushelfen, sagte der Schneehase. Und auch mit dem Plätzchen backen, sagte die Sonnenschildkröte. Und mit den Geschenken natürlich auch, sagte Babonebel. Weihnachten darf doch nicht ausfallen, die armen Kinder, sagte Blitzchen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hier sind meine Listen. Ich schicke die Rentiere mit den Sachen. Und denkt daran, morgen ist Weihnachten. Muss los. Ciao, ciao, ciao. Blitzchen hob die Sternenliste auf. Wir müssen Sterne basteln, sagte sie. Viele, viele, ganz viele Sterne. Wie viele? Fragte Senior Regen. 700.000 Millionen, sagte Blitzchen. Das sind aber sehr viele, sagte Igelchen Donner. Und Plätzchen, rief die Sonnenschildkröte. Butterplätzchen. Wie viele? Fragte Mr. Wind. Eine ganze Menge, antwortete sie. Ich weiß gar nicht, ob meine Schüssel groß genug ist. Der Schneehase, Herr Frost und Schweinchen Hagel schauten auf die Schneeliste. Wie viele Laster voll brauchen wir denn? Fragte Schweinchen Hagel. Kann ich gar nicht sagen. So viel Schnee habe ich noch nie im Leben gemacht, sagte der Schneehase. Babonebel hatte die Geschenkeliste. OMG, und ihr habt die Geschenkeliste noch gar nicht gesehen, rief er. Schweinchen Hagel las vor.
Wir müssen Autos zusammenschrauben. Die Puppen brauchen Haare, viele Geschenke einpacken und Bälle aufpumpen. Daran werden wir bis zum Sommer arbeiten. Nein, sagte Blitzchen. Weihnachten im Sommer, das geht nicht. Wir müssen bis morgen fertig sein. Unmöglich, sagte Mr. Wind. Wir machen es möglich für die Kinder, rief Senior Regen. Für die Kinder. Die Rentiere kamen zurück und lieferten viele Kisten, Körbe und Beutel ab. Wir fangen besser gleich an, rief Blitzchen. Morgen ist Weihnachten. Blitzchen und Senior Regen nahmen die Kisten mit dem Sternenmaterial. Die Sonnenschildkröte und Mr. Wind die Zutaten für die Plätzchen. Pass bloß auf die Eier auf, sagte die Sonnenschildkröte zu Mr. Wind. Der Schneehase, Herr Frost und Schweinchen Hagel zogen die Beutel mit dem magischen Schneepulver zum Winterweg. Babonebel und Igelchen Donner waren hoch vollgeladen mit Puppen ohne Haare und Laster ohne Räder. Wir könnten doch einfach jeder Puppe einen Hut verpassen. Dann brauchen wir keine Haare, sagte Babonebel. Und was würden die Kinder denken, wenn der Hut runterfällt? Fragte Igelchen Donner. Puppen haben keine Haare? Fragte Babonebel. Auf gar keinen Fall, rief Blitzchen. Der Schneehase und Herr Frost gingen sofort ins Schneelabor. Schweinchen Hagel stellte die Schneelaster bereit. Dann rollte jede Minute ein Schneelaster, hochvoll geladen, aus dem Labor. Schweinchen Hagel schob den Schneelaster auf die andere Straßenseite und lud den Schnee ab. Viele Stunden später riesengroße Schneeberge, höher als alle Häuser, waren fertig. Wir haben es geschafft, sagte Schweinchen Hagel und setzte sich hin. Ja, es ist geschafft, sagte der Schneehase. Herr Frost schaute auf die Schneeliste. Noch nicht ganz, sagte er und rollte die Liste auf. Oh nein, sagte der Schneehase. Das ist nochmal ein ganzer Berg voll Schnee. Ich bin müde, seufzte Schweinchen Hagel. Die Kinder brauchen den Schnee, sagte Herr Frost. Auf geht's. Babonebel und Igelchen Donner schauten auf ihre Geschenkeliste. Wo fangen wir bloß an? Fragte Igelchen Donner. Mit den Bällen, sagte Babonebel. Ich renne rüber zu Senior Regen und hole die Pumpen. Okay, sagte Igelchen Donner. Ich fange mit den Haaren an. Er schaute nochmal auf die Liste. Die Laster brauchen Haare, meinte er. Als Babonebel zurückkam, konnte er Igelchen Donner nicht sehen. Wo bist du denn? Rief er. Hier, sagte ein Haarberg. Kannst du mir bitte helfen? Ach, hier versteckst du dich, sagte Babonebel. Wo sind die Puppen? Puppen? Fragte Igelchen Donner. Nein, nein, die Laster brauchen Haare. Er zeigte Babonebel ganz stolz einen
haarigen Laster. Sieht gut aus, sagte Papa Nebel. Zusammen pumpten sie die Bälle auf, einen nach dem anderen. Mit den Bällen bauten sie einen Berg, einen Ballberg. Sieht gut aus, sagte Igelchen Donner. Mr. Wind fegte am Ballberg vorbei. Die gefallen mir. Kann ich einen Ball haben? Fragte er. Nein, die Bälle sind für die Kinder, sagte Babo Nebel. Okay, sagte Mr. Wind. Ich fege rüber und helfe der Sonnenschildkröte. Er fegte nochmal um den großen Ballberg herum. Pass auf, rief Babo Nebel. Aber es war zu spät. Die Bälle fielen und rollten die Himmelsstraße runter. Babo Nebel und Igelchen Donner rannten ihnen hinterher. Entschuldigung, sagte Mr. Wind. Soll ich helfen? Nein, nein, danke, Mr. Wind. Geh und back Plätzchen. Wir fangen die Bälle wieder ein, sagte Igelchen Donner. Vorm Haus der Sonnenschildkröte standen Planschbecken voll mit Teig. Und die Sonnenschildkröte rannte hin und her. Backblech Nummer 274, rief sie. Kannst du die Plätzchen in die Tütchen packen, Mr. Wind? Natürlich, sagte Mr. Wind. Er packte 3 Eier in jedes Tütchen. Blitzchen und Senior Regen bastelten Sterne. Rote Sterne und goldene Sterne und ein paar grüne. Ich kann keine Sterne mehr sehen, sagte Blitzchen. Meine Augen tun auch weh, sagte Senior Regen. Sollen wir eine Pause machen? Oh ja, gute Idee, sagte Blitzchen. Ich würde gern ein paar Plätzchen essen. Sie blitzte rüber zur Sonnenschildkröte und nahm 2 Tütchen und blitzte zurück. Hier sind Plätzchen, rief sie und gab Senior Regen ein Tütchen. Toll, rief Senior Regen. Er nahm das erste Etwas aus dem Tütchen. Es ist ein Ei, sagte er. Was? Fragte Blitzchen. Sie schaute in ihr Tütchen. 3 Eier. Wo sind bloß die Plätzchen? Blitzchen und Senior Regen gingen rüber zur Sonnenschildkröte. Die kam gerade aus dem Haus. Hier stimmt was nicht, sagte Blitzchen. Sie zeigte das Tütchen mit den Eiern. Eier? Fragte die Sonnenschildkröte. Nun weiß ich, wo die ganzen Eier hingekommen sind. Aber warum, Mr. Wind? Das hast du gesagt, sagte Mr. Wind. 3 Eier pro Tütchen. Nein, ich sagte 3 Plätzchen. Okay, sagte Mr. Wind. Ich packe um. Die Kinder werden sich über Plätzchen mehr freuen als über Eier. Auf einmal rollten Bälle vorbei. Babo Nebel und Igelchen Donner rannten hinter den Bällen her. Wir arbeiten daran, rief Babo Nebel. Ich glaube, wir haben ein Problem, sagte Plätzchen. Ich glaube, du hast recht, sagte die Sonnenschildkröte. Wir könnten doch alle an einer Liste arbeiten,
schlug Senny Regen vor. Das hört sich doch gut an, rief Blitzchen. Zuerst die Bälle. Was ist mit den Puppen? Fragte Mr. Wind. Die brauchen Haare, sagte Babbo Nebel. Das ist doch einfach, sagte Mr. Wind und wirbelte Puppen und Haare umher. Fertig! Echt toll, rief Igelchen Donner. Und nun die Laster. Die brauchen Räder, keine Haare. Kannst du das auch mit den Sternen machen? Fragte Senny Regen. Klar doch, sagte Mr. Wind. Wow, sagte Blitzchen. Was fehlt uns noch? Plätzchen, sagte die Sonnenschildkröte. Mit so vielen helfenden Händen waren die Plätzchen ganz schnell verpackt. Und was fehlt uns jetzt noch? Fragte Blitzchen und stopfte sich ein Plätzchen in den Mund. Schnee, rief Mr. Wind. Oh ja, wir müssen am Winterweg aushelfen, sagte Babbo Nebel. Sie liefen rüber. Am Winterweg waren Schneeberge aufgetürmt. Links und rechts. Das ist aber ein riesiger Haufen Schnee, sagte Igelchen Donner. Schweinchen Hagel schob einen blauen Laster hoch vollgeladen mit Schnee umher. Er schaute ganz erschöpft aus. Brauchst du Hilfe? Fragte Blitzchen. Ja, bitte, sagte Schweinchen Hagel. Senny Regen und Igelchen Donner halfen im Labor. Die anderen halfen beim Schneelaster schieben. Es dauerte, aber endlich waren sie fertig. Das haben wir aber ganz toll gemacht, rief er. Aber Mann, bin ich müde. Alle gingen nach Hause und schliefen. Sie verpassten den Weihnachtsmann und die Rentiere. Sie verpassten die Rentiere, die über den haarigen Laster kicherten. Und den Weihnachtsmann, der im Park Fußball spielte. Bevor sie gingen, dekorierten sie das Dorf weihnachtlich. Mit Tannenbäumen und Lichtern und Geschenken. Dankeschön, rief der Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachten!